Am 9. Januar 2024 ist es wieder soweit. Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg lädt zum traditionellen Neujahrsempfang und weit über 800 Gäste kommen. Schnell füllt sich das Maritim. Man freut sich, die vertrauten Gesichter nach den Feiertagen wiederzusehen. IHK-Hauptgeschäftsführer André Rummel blickt mit uns auf die aktuelle Lage der Wirtschaft. Ja, ein turbulentes Jahr 2023 ist zu Ende gegangen. Und 2024 ist ein Jahr voller Herausforderungen, weil wir in einer Zeit von Multikrisen leben und die Wirtschaft ist stark gefordert. Wir erwarten einfach, dass aus Berlin, aus der Bundesregierung starke Signale kommen, dass wir geordnet in das Jahr 2024 gehen. Das heißt mit einer klaren Strategie. Die vermisst die Wirtschaft in großen Teilen. Und deswegen ist unsere klare Forderung, dass wir hier mit der Wirtschaft und der Politik gemeinsam auch die Herausforderungen gestalten. Gut also, dass zu den Gästen auch die Vertreter der Politik gehören, vor allem die der Landesregierung. So kann traditionell Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff begrüßt werden. Auch der Gastredner Sven Plöger, ARD-Wetterexperte und erfolgreicher Buchautor, wird herzlich begrüßt. Und schon geht es unter der Einstimmung durch die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie in die Veranstaltung unter dem Motto Klartext. Und Klartext wird gesprochen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind auf dem politischen und wirtschaftlichen Austausch auch mit anders Handelnden und mit anders Denkenden angewiesen. Wir können nicht einfach alles hinter uns abreißen, nur weil wir meinen, allein unsere Werte sind die wahren. Der Rest der Welt sieht die Dinge eben anders, vielfach anders. Wir brauchen den Dialog mit China, um den für Europa wichtigsten Handelspartner nicht zu verlieren. Die Komplexität geopolitischer und ökonomischer Verteilungskämpfe hat extreme Ausmaße angenommen. Haben wir in Deutschland eine Strategie, wie wir damit umgehen, liebe Unternehmerinnen und Unternehmen? Ich sage nein. Der Eindruck ist, die Ampel in Berlin hat keine Richtung. Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff dankt den Unternehmern im Land für ihr Engagement. Ja, wir haben eine Investitionsquote, die seit vielen, vielen Jahren in Sachsen-Anhalt nicht so hoch war. Und darüber können wir froh sein. Und das ist auch Ihr Verdienst. Es ist ja sogar wesentlich Ihr Verdienst, dass die Parameter, die unseren Standort ausmachen und international bewertet und auch zur Kenntnis genommen werden, dazu führen, dass wir die höchste Investitionsquote auch gerade an ausländischen Investitionen bei uns im Lande haben. Dann folgt ein sehr interessanter Vortrag vom ARD-Wetterfrosch Sven Plöger. Unter dem Motto, zieht euch warm an, es wird heiß, stellt er einen Zusammenhang zwischen Klima, Wetter und der Notwendigkeit des Klimaschutzes dar und gibt somit neue Denkanstöße für ein langfristiges Arrangement zwischen Wirtschaft und Klimaschutz. Wir haben also ein Thema, was über allen Krisen drüber steht. Und das ist das Klimathema. Ob wir das nun wollen und wahrhaben wollen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es ist einfach da. Und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade bei diesem Thema uns getrauen, Klartext zu sprechen. Das ist das, was mich fasziniert. Wir uns auch darüber klar werden, dass gerade an der Stelle, wo Sie hier als Unternehmerinnen und Unternehmer sind, Sie im Grunde genommen die genaue Schnittstelle sind, mit diesem Thema effektiv umgehen zu können. Das heißt, Sie sind die, die die Impulse setzen können. Es geht darum, mit der Wirtschaft gemeinsam diese Themen zu bearbeiten. Wir können nur mit einem gemeinsamen, an einem Strang ziehen, ein weltweites Thema in den Griff bekommen. Wenn jeder Einzelne sagt, naja, der andere muss mal etwas verändern, ich ruhe mich zunächst aus, ich warte mal ab, wie die Situation so ist, dann werden wir bei 8,2 Milliarden Menschen, die wir jetzt sind, nicht zurechtkommen. Und insofern sehen Sie sich als Stellschraube. Das Interesse ist geweckt und so kann sich Sven Plöger dann auch kaum vor Autogrammwünschen retten.
Einen Gruß an die Kammermitglieder gibt es noch obendrauf. An dieser Stelle ein frohes neues Jahr für die gesamte Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. Ich habe heute hier einen ganz feinen Tag mit sehr, sehr interessanten Menschen, Unternehmerinnen, Unternehmern aus dem Mittelstand erlebt. Die halbe Landesregierung war hier, einschließlich des MP, des Ministerpräsidenten Dr. Rainer Haselhoff. Das hat mich sehr gefreut, geehrt. Und ich freue mich gerade über tolles Feedback und die Möglichkeit, den Leuten noch ein bisschen, der Mann hat gesagt, ich darf das machen, etwas Schriftliches mitzugeben über das, was ich heute erzählt habe. Dankeschön. Und wie ist die Stimmung unter den vielen Gästen? Wir haben uns umgehört. Problem, wir haben ein Problem, Mangel an Fachkräften, aber wir haben auch einen Mangel an Unternehmer, an Unternehmensnachfolger. Ein Slogan ist, den wir haben, neue Meister braucht das Land, die Alten brauchen wir auch. Also das heißt, wir brauchen Unternehmer. Und Unternehmer müssen wir Anreize schaffen. Das heißt, wir brauchen mal eine tatsächlich, wir müssen eine Entbürokratisierung haben in der Bundesrepublik. Und wir haben halt momentan eine Situation, wo leider viele, viele Krisen übereinanderschlagen, die zu bewältigen sind. Und ich glaube, auch das ist heute, auch vom Ministerpräsidenten, das muss man ganz klar wohlwollend anerkennen und auch loben, klar gemacht worden, dass es auf diese Herausforderung der Summe keine einfache Lösung gibt. Die Wirtschaft hat viele Herausforderungen. Ich glaube, wir sollten zwei Dinge sehen. Zum einen die großen Themen, die wir zu lösen haben, da können wir auch ein Stück weit auch hier in Sachsen-Anhalt mit dran arbeiten. Wir sollten nicht total negativ in die Zukunft schauen, wir sollten aber die Themen schon adressieren und gemeinschaftlich zwischen Wirtschaft und Politik an den Themen arbeiten. Das haben wir in den letzten Jahren in Sachsen-Anhalt ganz gut hinbekommen. Ich wünschte mir, in Berlin wäre es auch ein bisschen besser, aber vielleicht gelingt uns das auch in der Zukunft. Und so ist dieser Neujahrsempfang mit vielen interessanten Gesprächen ein guter Start ins neue Wirtschaftsjahr. Ja, also im Namen des Präsidenten und des Präsidiums, auch in meinem Namen, wünsche ich all unseren Mitgliedsunternehmen alles Gute im neuen Jahr und Gesundheit auch für die Belegschaften und dass wir das Jahr gemeinsam gestalten. Wir als IHK Magdeburg werden als Interessenvertreter der Unternehmen tatsächlich auch gegenüber Berlin, gegenüber der Bundesregierung die Positionen ganz klar deutlich machen. Nicht zuletzt heißt ja das Motto des Neujahrsempfanges Klartext. Und ich denke, das haben wir heute auch gesprochen. Und das werden wir auch im weiteren Verlauf des Jahres so tun. Also den Unternehmen alles Gute und ich hoffe, dass das Jahr dann auch wirtschaftsverträglich gut über die Bühne geht.